Der Triathlon in Kitzbühel. Seit Jahren aus dem Eventkalender der Gamsstadt nicht mehr wegzudenken. Vom 16. bis 19. Juni stand die legendärste Sportstadt der Alpen ganz im Zeichen der Kids Tri Games mit Athleten unterschiedlichster Altersklassen. Wir haben die Nachwuchs-Österreichische Meisterschaft hier mit über 300 österreichischen Top-Athleten im Nachwuchsbereich. Es gibt einen Junioren-Europacup mit einem ganz, ganz neuen Format. Das hat es bisher noch nicht in unserem Sport gegeben. Ein mögliches Format zukünftig für Olympische Spiele, das hier das erste Mal ausprobiert wird. Also vieles, vieles, was neu ist, vieles, was bewährt ist. Vor allem steht das Wochenende ganz im Zeichen des Nachwuchses und das ist ganz schön. Den Startschuss in das Sportspektakel bildete der City Triathlon, bei dem verschiedene Staffeln am Laufband, in einer Gegenstromanlage sowie am Ergometer ihr Können unter Beweis stellten. Und das im Herzen Kitzbühels, mit Blick auf den legendären Hahnenkamm. Die Idee dahinter ist es, quasi den Zuschauern näher zu bringen und das gleichzeitig. Also quasi der Schwimmer, der Radfahrer und der Läufer treten gleichzeitig an und für den Zuseher ist es sehr einfach, nachzuverfolgen, wer in Führung ist oder wer schlussendlich der schnellste ist oder das schnellste Team ist. Ob zu Wasser oder zu Land, Kitzbühel präsentierte sich in diesen Tagen von seiner sportlichen Seite. Eine Besonderheit in diesem Jahr, das neue Rennformat. Das besteht eigentlich aus zwei Bewerben. Erstens die Qualifikation, wo man im Abstand aus einer Startrampe startet, so Ort wie bei der Biathlon die Verfolgung. Das heißt, der Schnellste qualifiziert sich für den nächsten Tag fürs Finale. Am nächsten Tag, am Sonntag, gibt es dann ein Top-30er-Finale, wo dann die Top 30 im Massenstart starten. Von den Distanzen her ist ein Drittel von der olympischen Distanz. Das heißt, man muss 500 Meter schwimmen, 13,3 Kilometer Rad fahren und 3,3 Kilometer laufen. Kitzbühel und Triathlon. Eine ideale Kombination, die 2017 im Rahmen der Triathlon-Europameisterschaft seine Fortsetzung findet. So kann sich die Gamsstadt einmal mehr als legendärste Sportstadt der Alpen in Szene setzen. Deshalb die Europameisterschaft schon 2014 mit den bisher meisten Teilnehmern, über 2.500 Startern. Und das war auch der Grund, warum die Europäische Triathlon-Union gesagt hat, wir kommen wieder zurück in den Ort, wo wir schon 2014 die Europameisterschaft hatten, weil die Athleten derartig davon geschwärmt haben, wie schön es hier ist, wie schön es in der Umgebung ist, wie schön man auch noch Urlaub nach dem Rennen hier machen kann. Und daher wird es nächstes Jahr wieder die Europameisterschaft hier geben.